Hallo und willkommen zurück zu Rhyme. Der Sturm da hinten bedrohlich im Hintergrund, wobei er ja zum Glück diesmal uns hilft und nicht wieder irgendwie übers Meer treibt. Und hier haben wir jetzt ein neues Rätsel, wie es aussieht. Ein Schiff. Und Monde. Da haben wir Wellen. Auf der anderen Seite Sonne. Da hinten ist so ein Männchen. Erstmal das ein bisschen begutachten. Das könnte hier reinkommen. Das hier kann ich drehen. Okay, ich kann den Schatten dahin drehen. Alles klar. Damit. Ich schätze mal, ich muss es so machen, dass ich da auf die Plattform gut hochkomme. Jetzt ist alles im Schatten. Da könnte man hinklettern, würde ich sagen. Soweit, so gut. So brauche ich dann das noch. Da, da komme ich noch gar nicht dran. Umrum. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich da tue oder warum ich das tue, aber besser alles mal ausprobieren. Oh Gott, hallo Vogel. Scheiße. Du hast mich jetzt aber erschreckt. Das ist ja nicht sehr fein. Also um darüber zu kommen, muss ich am Vogel vorbei. Und das ist noch zu hoch. Gut, jetzt wird die Sache interessant und wahrscheinlich doch etwas knifflig. Ich muss vielleicht erst raus irgendwie den Vogel wegkriegen. Ja, ist noch nicht. Mal gucken. Warte, wenn ich das hier drehe, komme ich da nicht ran. Nein. Das war wie eben. Da geht die Tür zu. Wenn die Tür zu ist, bringt mir da irgendwas? Der Vogel guckt da immer noch raus. Mist. Also rechts die Sonne betätigt die Tür. Dumm, dass das ganz runterfährt. Also die beiden Steine. Kann ich die irgendwie so machen? Naja, das fährt zu weit hoch. Ich bräuchte das irgendwie so treppenmäßig, dass ich da halt auf das mittlere komme, zur Tür vielleicht. Ah, okay, ich habe gerade überlegt, das ist die letzte Stufe. Das sieht man von hier aus gar nicht so wirklich. Also links der Mond ist die letzte Stufe, rechts. Das hilft mir aber momentan alles noch nichts. Ich müsste nämlich entweder an das Männchen da irgendwie rankommen. Oder an die Tür. Versuch nochmal, ob man auch an den Vogel irgendwie anders vorbeikommt. Vielleicht kann man ja sich vorbei hangeln. Also beim Klettern draußen in der Wüste hat das auch geklappt. Ja, toll.
fürchte nur, ich kann da nicht hangeln. Sah gerade nicht gut aus. Also, dass ich da irgendwie so. Was machst du jetzt? Siehst du mich so? Ich halte ein bisschen Luft an. Ich glaube, das klappt. Oder? Du guckst mir hinterher, aber du machst nichts. Was ich nicht bedacht habe, doch, da komme ich wieder hoch. Ich wollte gerade sagen, komme ich da vorbei? Yay. Okay. Damit aktivieren wir das Schiff irgendwie. Das Teil wird ausgefahren. Hä? Und jetzt? Ich habe gehofft, dass das irgendwie sich das ganze Schiff vielleicht dreht. Oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe mit irgendwas anderem gerechnet, was mir mehr hilft, was mir irgendwie auf die Sprünge hilft, hauptsächlich. Also ich eigentlich tun soll. Wieso bist du jetzt ausgefahren? Was habe ich denn davon? Hä? Wie macht das für mich alles überhaupt keinen Sinn? Ich meine, man macht, also wenn man das dreht, die Schatten, dann macht man es eigentlich immer nur schlimmer, die Situation. Man macht die Tür zu oder halt diese Säulen sind halt nicht hoch genug. Aber ich sehe nicht, ich gebe mir keine Möglichkeit, irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Ich drehe nicht irgendwas. Ich eröffne mir ja nichts. Also, dass ich zum Beispiel auch auf die andere Seite springen könnte oder irgendwas, nichts. Das ist alles irgendwie mega seltsam. Habe ich hier irgendwas übersehen? Kann ich noch irgendwas bedienen? Weil entweder sind die Platten unten oder sie sind so hoch, dass ich halt zwar dahin komme, aber nicht an die Tür. Auch nicht auf die andere Seite. Und das da hat nur den hinteren Teil vom Schiff ausgefahren, an den ich ja auch nicht rankomme. Also ich meine, da komme ich hoch, aber toll jetzt. Ah, ich, ja, Gott, okay. Manchmal muss man es einfach machen. Perspektivenwechsel. Ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, ich weiß es, okay. So, reicht das schon? Ich drehe es mal noch ein bisschen. Ihr seid eventuell schon vor mir drauf gekommen. Oh, aua.
habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte da drauf und dann rüber mit dem Ding. Jetzt ist das. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Fast alles. Allerdings ist es jetzt schräg. Das heißt, die Schatten werden sich ändern. Werden sie das? Ich kann wahrscheinlich auch auf die andere Seite nochmal springen. Ja, ich glaube. Warte mal, kann ich das komplett nochmal rumdrehen? Aber wenn ich auf die andere Seite noch springen könnte, das komplett kaputt mache, dass wir vielleicht nur Sonne haben, keinen Schatten. Bringt mir das noch irgendwas? Ich drehe erstmal ganz rum. Nee, ich kann nicht ganz rum. Komme ich gerade nicht hin. Komme ich da anderweitig hin? Ich überlege gerade, kann ich von diesem Vorsprung hier, ob ich da drauf springen kann? Der Vogel guckt die ganze Zeit zu und denkt wahrscheinlich auch, was treibt der Junge da? Ist ja auch ganz klar im Kopf. Nee, okay, das ist zu weit weg. Wie komme ich auf das andere Ding? Ich hatte jetzt nämlich nicht das Gefühl, dass vom Schatten her irgendwas geändert hätte. Jetzt, wo es schräg steht. Aber kann ich nicht nochmal draufklettern? Warte mal. Also nochmal hinspringen. Das müsste doch machbar sein. Will ich es dazu irgendwie anders drehen? So vielleicht? Einfach nochmal draufspringen. Na, jetzt kann ich doch bestimmt rüberlaufen. Nein, du hältst dich nicht fest. Da hältst du dich fest, wo du nicht hoch sollst. Toll, das machst du gut. Mit viel Anlauf. Wieso macht ihr das nicht? Das wäre das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Spontan. Aber wenn ich es noch ein Stück drehe, dann habe ich unten keine Plattform unter der Tür. Weiter, also dreht das nicht. Jetzt hängt es fest. Warte mal, ist das jetzt? Ah, vielleicht reicht das schon da hinten. Doch, doch, warte mal. Vom Abstand her, doch. Weil auch jetzt die Wellen hier sind in einer Linie. Übrigens, das hat also doch vom Schatten her was geändert, dass ich jetzt darüber komme. Ja, gut. Das hat doch schon gereicht. Hatte ich erst nicht richtig gesehen. Oh, warte, Vogel. Wo kann ich hin? Nicht da drauf klettern, Junge. Nicht immer so übereifrig sein. Okay. Hübsch. Das Schiff. Ich glaube, das ist das Schiff, was wir in dieser Wüste, was auch immer, was es war, Eis- oder Salzwüste, gesehen haben. Mit unserem roten Segel. Und links ist dieser Vogel. Der Junge klammert sich um den Mast. Der ist also irgendwie vielleicht mit dran schuld an dem Schiffsbruch. Bin ich ganz sicher. Vogel oder Saurier? Eigentlich mehr wie so ein Flugsaurier, ne? Oh Gott, hi, meine Fresse, dass du einen auch immer so erschrecken musst. Ich wollte einfach nur da rausgucken. Gut, rausgucken ist nicht. Dann gehen wir mal da hoch.
Kommt er auch durch die Fenster da? Vielleicht. Das ist noch so ein Sturmteil. Jetzt sind wir in dieser Windmühle vorbeigesprungen. Ich springe mal von hier rüber. Oh, au. Toll, und jetzt? Was soll das denn? Alles sehr marode hier. Ja, ich wusste doch. Da ist er wieder. Naja, hier ran. Das war schlecht. Das sieht doch ein bisschen hoch aus. Versuch. Sehr schön. Nein, andere Richtung. Ich traue Fenster nicht. Also Fenster ist... Lücken in der Mauer. Oh, scheiße. Mann, Spiel. Ah, warte, aber ich kann hier hoch. Da kracht es doch jetzt bestimmt auch gleich wieder runter oder so. Ich halte mich hier schon mal fest. Nur sicher, sicher. Okay, warte. Gut. Ich muss jetzt, da darf ich nicht durch. Hier ist einfach, weil so viel Schrott rumliegt, so viel Holz. Okay, Kletterpartie. Kannst du bitte nach oben? Hä? Ja, zur Seite. In der Perspektive ist es ein bisschen schwierig. Ich muss jetzt eigentlich fast nach oben drücken, damit er zur Seite geht. Super, danke. Ja, so geht es natürlich auch. Diese Szene erinnert mich an Grievo. Nee. Ja, ist ja gut. Für die Leute, die Krieg gesehen haben. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Von einem Vogel weggeschrien werden, das kennen wir doch. Mich aber nicht daran hindern, das jetzt hier zu lösen. So, schwarzer Rauch Nummer 1. Und jetzt? Ich müsste da eigentlich hoch, glaube ich. Achso, klar, mit der Kiste. So, der Vogel da weg ist, kann ich die auch in Ruhe einziehen. Andere Seite besser mal. Wieder. Ja, sag ich doch. Ich werde einfach heimlich über dich schleichen hier. Ha. Blödes Vieh. Bist du doof für mich? Schlauer als du. Ja, außer wenn ich zu blöd bin zum Springen, dann ist nochmal, weil es so schön war. Ja, gut. Achso, ja, mach so gut. Kannst du mal bitte einfach wegspringen jetzt oder so? Er springt nicht mehr rüber jetzt. Weil ich muss ja eigentlich, unten wäre ja okay gewesen. Ich muss ja eh da hoch. Okay. Über die Kiste. So weit, so gut. Und den Sprung muss ich noch mal ein bisschen besser hinkriegen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Einmal rum. Nee, kannst du? Ach so, du willst da rüber. Ich hab's gar nicht gerafft. Okay. Ich dachte, der kann da auch um das Weiße drumherum, da wir hier außen rum. Dann dahin. Verstehe, wir sind nämlich schon da. Das noch rausziehen. Und dann ist der Vogel, glaube ich, gleich weg. Wir befreien, entfachen eigentlich nicht, wir befreien den Sturm wieder. Und damit haben wir jetzt auch wieder etwas mehr Bewegungsfreiheit gewonnen für den Abschnitt der Wüste. Hallo Fuchs. Schön, dass du jetzt auch wieder da bist. Ich mache ja gerade, ich drehe noch mal einmal hier eine Runde, bevor ich rausgehe, weil ich immer ganz gerne jetzt aufs Nummer sicher gehen will, dass ich da nicht irgendwas übersehen habe. Kleine Secrets und so. Wahrscheinlich trotzdem irgendwie, oder? Da kamen wir her. Okay, ich komme zu dir. Was war das? Hier ruckelt es leider wieder so ein bisschen. Wo bist du denn, Fuchs? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Der ist wahrscheinlich da hinten irgendwo, aber ich kann mal hier gucken. Was macht da denn so ein Krach? Sind das die Windräder? Die Sturmräder? Jetzt können wir überall hin, außer ganz da hinten ist noch Sonne. Ah, da bist du. Du sitzt über diese Öffnung. Schauen wir gleich mal. Und das ist wieder hier der Eingang. Es macht halt immer einen sehr düsteren Eindruck, wenn die Sonne weg ist, finde ich. Eher bedrückend, auch mit den komischen schwarzen Gestalten. Hi, sorry, wollte ich nicht erschrecken. Okay, du führst mich da hinten hin. Eins nach dem anderen. Ich bin nämlich immer noch dahinter. Na, mal gucken. Das kaputte Schiffe. Und Boote. Ah, das ist wie so eine weiße Gestalt. Ich meine, das ist alles sehr rätselhaft, aber die ist besonders komisch. Diese eine weiße Gestalt. Warum saß die hier in dem Boot? So, links. Da haben wir jetzt noch einen Sturm. Eine Sturmwindmühle. Eine Sturmmühle. Ich sollte sie Sturmmühle nennen. Eine Sturmmühle haben wir noch übrig. Da müsste ich jetzt irgendwie hinkommen. Dazu brauche ich aber noch einen Schlüssel.
Und dann ist die Frage, was passiert, wenn wir alle Stürme entfesselt haben? Wieder in alle Ecken gucken? Nichts. Wo ist der Fuchs hingelaufen? Unser Spirit Animal. Ich habe das Gefühl, ich schaffe den Sprung nicht lang gleich im Wasser. Mal gucken. Ha, doch. Aber vielleicht will ich immer ins Wasser. Wer weiß, was wir da finden. Ich muss nur gucken, ob wir auch wieder rauskommen, aber da sind Treppen. Bevor man reinspringt in solchen Spielen, immer absichern. Sieht aber gut aus. Den ganzen Staub erstmal wieder abwaschen. Okay, in der Ecke ist nichts. Tauchen mit B. Bei dem Schiff vielleicht. Ich schwimme übrigens gerne. Wahrscheinlich mag ich deswegen solche Unterwassersachen immer. Auch Subnautica. Na, ich glaube, das ist auch nicht so. Warte, was ist das denn? Ah. Okay. Wir haben ein Schlüsselloch. Yay! Ich habe ein Schlüsselloch gefunden. Das uns. Ich weiß nicht, welchen Teil unserer Geschichte gezeigt hat. Unsere Eltern oder so? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Überlege ich gerade, und zwar bei dem Rätsel eben mit diesem Steinschiff und den Schatten. Da war auch eine Stelle, da hat es ziemlich hell weiß geleuchtet, hell, und das habe ich ignoriert, weil ich dachte, okay, normal ist es halt, wenn es so ein Männchen ist oder so, dann sieht es, wenn man was aktivieren kann, sieht das anders aus. Ob das auch sowas gewesen ist? Ich würde das mir gerne gerade nochmal angucken. Auch wenn wir eben, ich meine, das war jetzt das von der Reihenfolge her das erste Schlüsselloch. Aber das muss ja nicht, das muss ja nicht heißen, dass man das auch in der Reihenfolge findet. Nur, dass das hier irgendwie so angebracht ist. Deswegen will ich gerade nochmal zurück. Ein ganz klein bisschen Backtracking, wenn wir dürfen. Wenn ich dann nochmal, ja, ich darf dann nochmal hin. Das ist sehr nett gemacht, dass der Sandhaufen einen nochmal zurückführt. Vielleicht, wenn man genau das dachte. Moment, habe ich da irgendwas verpasst? Ich bin immer zurück. Entschuldigung. Achtung. Ich tue euch nichts. Alles gut. war denn der Eingang? Ich glaube, der war oben. Komme ich hier hoch? Ich glaube, ich muss außen rum, ob ich will oder nicht. Ich habe gehofft, ich könnte es abkürzen. Vielleicht war es auch nichts, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Und zwar... Das Ding da, aber das ist nur ein, das ist kein, das sieht nicht aus wie ein Schlüsselloch. Ich habe nur so ein weißes
leuchten, aber warum? Also es ist schon komisch, dass das einfach da so weiß leuchtet. Deswegen gehe ich da nochmal hin. Gucken, ob der Vogel mich jetzt da nochmal stört. Nein, na gut. Eben, der müsste eigentlich auch weg sein. Hier, das hat vorher nicht weiß geleuchtet, aber ich glaube, es hat nichts zu bedeuten. Komisch. Normalerweise fliegen ja diese gelben Schmetterlinge, wenn man was interagieren kann. Okay, ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, dass ich da nichts verpasst habe. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch. Komme ich da eigentlich jetzt raus? Dann werde ich jetzt hier einmal nochmal durchlaufen. Immer noch dieses Geräusch hier. Anderer Ausgang. Wieso sind da? Da sind auch diese Dinge, aber ich kann hier nicht noch irgendwas machen, oder? Ah, das Teil ist runtergefallen. Auch interessant. Warte mal, ich bin nicht da raus, wo der Vogel raus ist. Doch, da saß der Fuchs, dann glaube ich. Oder war das die Öffnung? Ja. Okay, gut, dann sind wir wieder hier. Das Geräusch ist trotzdem irgendwie irritierend. So, tiefer Fall. Und jetzt... Da hinten. Ich gehe meinen Weg nochmal dahin, wo wir eben waren. Und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.